So, ja, aber wie dem auch sei, wir sind bei Episode 3 bei Bear With Me. Und wie ihr seht, ich blockiere jetzt hier einfach alle. Hier sind keine. Wie kann ich? Hier ist niemand. Der Song ist mega toll. Ja, ich höre den auch voll gerne. Schade, dass er so kurz ist. Müsste man mal gucken, ob es den irgendwie auch in Originallänge gibt, ne? Ob das irgendwie dann noch ein bisschen weitergeht oder so. Mein Sohn verreckt gerade hinter mir. Aber soll euch nicht stören, ich habe einen, ihr seht ihn nicht, ich habe einen Greenscreen und der kann da ruhig. Und kriegen wir gar nicht mit. Also wir sehen das auch gar nicht. Leise sterben, richtig. So, aber wie gesagt, Episode 3. Eigentlich wollte ich tatsächlich alle Episoden letzte Woche machen. Ihr wisst, einen Tag bin ich ausgefallen. Aber das holen wir jetzt nach und ich will das unbedingt nachholen. Deswegen starte ich jetzt in Episode 3 ein neues Spiel. Jetzt sollten wir ein kurzes Recap machen. Ich mache mir was zu essen in den Ofen, weil Hunger. Dann lasst ihr mal. Razzi, dann macht ihr mal auf jeden Fall was Leckeres zu essen, denn Bären haben Hungi Hungi. Hey, da hat jemand die Cam-Einstellung gefunden. Hey, Alice! Ja, ich habe gerade schon ein bisschen rumprobiert. Ich meine, das kribbelt noch ein bisschen. Also ein bisschen Feintuning muss noch gemacht werden. Aber ja, ich habe sie gefunden und schon ein bisschen rumprobiert. Danke nochmal für deine Hilfe und für den guten Tipp. Aber ich habe so das Gefühl, als ob die Kamera so ein bisschen nachzieht. Sehr gut. Schauen wir uns Samstag nochmal an. Sehr geil. Ich danke dir. So, kurzes Recap zu Episode 1 und 2. Die Liebe, ich habe den Namen vergessen. Wie bekommt man diese Kanalpunkte? Indem du einfach aktiv bist im Chat. Ne? Ansonsten, ich schicke dir mal kurz den Dicken rum, der zeigt dir das. Oh, Engelchen, einfach Stream schauen. Ja, richtig. Ausgeben kannst du sie dann ab einer bestimmten Menge, indem du einfach draufklickst und dann kannst du sehen, wofür du die ausgeben kannst. So, nochmal Zusammenfassung. Und zwar haben wir dieses kleine liebe Mädchen, ich vergesse den Namen schon, wie hieß die noch? Amber? Ich glaube Amber. Ist die Amber? Ich glaube Amber hieß sie. Hat ihren Bruder irgendwie verloren. Der Bruder ist weg, das ist er hier, das ist der Bruder aus der Vorgeschichte. Den haben sie irgendwie verloren, der ist verschwunden. Und in der Stadt Paper City, Flint. Der Junge hieß Flint, danke. Jetzt sind Amber. Und der liebe Ted, der Teddy, Ted E. Bear, sind jetzt in Paper City und haben sich natürlich mit gewissen Leuten auch angelegt, wie zum Beispiel der König, der übrigens eine mega krasse Stimme hat, und dem Bürgermeister. Mit denen haben sie sich unterhalten und sind noch immer auf der Suche nach dem lieben Flint. Aber wie das jetzt weitergeht, werden wir jetzt mal erfahren, denn der rote, The Red, ich nenne ihn jetzt einfach mal Red Hood, ich weiß, ist eigentlich eine geschützte Marke, glaube ich, aber das soll mir jetzt egal sein. Red Hood ist gerade unterwegs in Paper City und zündet alles an. Der hat irgendwie Bock, der hat wohl das Feuer für sich entdeckt und den wollen wir jetzt befragen, fassen, weil er auch Fragen über Emma stellt. Heißt, er sucht nach uns. Deswegen müssen wir da jetzt zurück in diese Stadt und gucken, was da abgeht. So, okay, wir starten. Passend, wie geil. Die Ente am Hafen, Leute. It looks like someone was looking for something.
I hope Tigrin's okay. Wie, was ist denn hier los? Alter. Käse. Ein Kreidesiegel. Das Siegel. Teppich. Maybe I should tell Lebowski it's here. Was? Maybe I should tell Lebowski it's here. Dass er Maybe hier I ist? Should tell Lebowski it's here. Okay, das muss irgendwie was mit Big Lebowski zu tun haben, würde ich fast vermuten. Okay, aber wir haben hier Kreidesiegel. If this room was a box inside a screen and someone would be looking inside it, the arrow would look like it's pointing southeast. I'm quirky like that. Okay. Käse. This cheese is not Gouda. Gouda. Wird das auf Englisch so ausgesprochen? Gouda? Wie geil. No intentions on touching that. Untere Tafel, obere Tafel. It doesn't say anything, but it's pointing right. It's turned left, but there's nothing on it. Okay. This one might look better on the floor. Oder liegen Augen. By hand. I need something longish. Bestimmt der Schirm Augäpfel. My, oh, endlich. Oh my. My, oh my. The quotation marks are not there by accident. Was? So, fertig, Lasagne ist im Ofen. Halbe Stunde backen, dann mampfen. Oh, sehr geil. The quotation marks are not there by accident. Welches Ausrufezeichen? Übrigens. Not really up to the task, are you? Hä, was? Türsteuerfeld? Was? Dahinter oder was? Wie cool. Regenschirm, erstmal angucken. Oh. Oh. Der Ted. Stimmt, die beiden sind ja auch getrennt worden. Pointy things helped us out so far. Genau, spitze Dinge haben uns bis jetzt immer geholfen. Oh, wir nehmen den Schirm, um das Gemälde darunter zu holen. Wer hätte es gedacht, dass das so ist? Und, hä? Ups. Okay, spannend. Was ist da hinten drauf? There's a schematic drawing on the back of the painting. Ah, ach so. Tack, tack, tack. Okay. Tack. Waren das hier zwei? There's a schematic drawing on the back of the painting. Ja, zwei, dann darüber, dann darunter. Okay. Muss ich das alles einzeln anklicken? Ich bin mir nicht sicher. If this room was a box inside a screen and someone would be looking inside it, the arrow would look like it's pointing southeast. I'm quirky like that. Hier ran? It's turned left, but there's nothing on it. Daran? It doesn't say anything, but it's pointing right. Wohl eigentlich müsste das ja dann hier ran gehen. Looks like it's pointing southwest. This side up. Hey, they flipped it right. Ah, das heißt, er müsste eigentlich da in der Tür. Wie geil, dass das da trotzdem schon angezeigt wird, ne? Looks okay, like das ja, okay. Something is behind it. Du bist leider nicht da. Alles gut. Ja, Alice, wir freuen uns tatsächlich alle It's auf locked. Dich und dein Männer. Wonder what's behind it. Und Maxanas, war das richtig? Maxanas, ne? Soll jetzt nochmal drauf klicken. Okay. There seems to be a mechanism for the lock. Ein Schloss. Können wir das einfach mit dem Taschenmesser kaputt machen? I don't think so. Nee. Ja, Maxanas. Ich bin gespannt auf. Also, euch kenne ich ja schon, ne? Dich und Zero. Aber ich bin natürlich auch auf Maxanas gespannt, ne? Also. Maybe the mechanism can unlock ich bin eine Razzi und ich bin nicht dabei. Sehr, sehr schade, muss ich sagen. Razzi, das finde ich auch sehr, sehr schade tatsächlich. Ich hätte mich echt gefreut. Someone might get hurt. Like me. Weil wir kennen uns ja auch noch gar nicht persönlich. Someone might get hurt. Nee. Like me. Tafeln. Nix. Teppich. Nix machen. Hier können wir. Someone might get hurt. Wieso sollte sich da jemand verletzen? Also man sieht auch die Fußspuren, dass da was durchführt. Aber der Mechanismus. Ah, okay. Alles klar, nach Südosten war das. War das richtig? I bet that the drawing on the back of the painting has something to do with this.
Okay. Okay, dann gucken wir uns das hier nochmal an. There's a schematic drawing on the back of the painting. Ein Schaltbild. Oh, ein Bodenstein, aber Südosten, ne? Oder? If this room was a box inside a screen and someone would be looking inside it, the Südosten. arrow would look like it's pointing southeast. I'm quirky like that. Maybe the. Und das war doch gerade Südosten. I bet the. Okay. Aber ich weiß nicht warum. Ich vermute aber, dass das hiermit zu tun hat. Okay. Das A There's a ist schematic da. drawing on the back. Ja, ein Schaltbild. Okay, das ist das A. Und der Pfeil geht nach da. Sehe ich das richtig? Die geht dahin, ne? Okay. There's a schematic. Haben wir das? Ich mach mal einfach. I must have made a mistake. Wie, hä? Okay, warte mal. Das war schon mal richtig. Kann das sein? Dann das. Dann haben wir uns gedacht, komm, wir machen den da oben. Dann den. Und probieren wir mal den. Und da gibt es nur 5. I must have made a mistake. Ich bin mir gerade nicht sicher. Den. 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 Machen wir Süden. Ich vermute, es gibt tatsächlich nur 5. Und das Ding dreht sich auch irgendwie nur immer in eine Richtung, ne? Jetzt haben wir wieder die 4 und jetzt wäre das. Es gibt 5 insgesamt. I must have made a mistake. 4. Okay. Das sieht aus wie das hier. Die Frage ist. There's a schematic drawing on the back of the painting. Die Frage ist natürlich. Wäre zweimal oben. Das würde ja keinen Sinn machen, ne? Wäre das dann vielleicht unten, oben? Südosten. Nee, gar nicht. Nordwest? Südost? Kann das sein? Kann das sein? Maybe. Oder ich nehme einfach die Pfeile, die hier sind. Ne? Links, rechts. Südosten, Norden. Könnte Norden sein. Links, rechts ist auch geil, ne? Dann machen wir Westen. Osten. Südwesten. Und ich würde sagen. Warte mal, der ist nach rechts gekippt, ne? Könnte das Nordwesten sein? Jetzt haben wir 4. Habe ich irgendwas vergessen?
nicht richtig. Wir brauchen tatsächlich 5. Müssen wir nochmal gucken. Südwesten. Westen. Osten. Aber das ist doch auch Südwest. Und der ist nach rechts gekippt, richtig? This side up. Hey, they flipped it right. This side up. Hey, they flipped it right. Nach rechts gekippt. Hey, they flipped it right. Nach rechts gekippt. This side up. Hey, they flipped it right. Die haben sie nach rechts gekippt. Hey, they flipped it right. Also, das erste wäre ja tatsächlich eigentlich der hier. Aber ich glaube, wir können ihn nicht nochmal nehmen, ne? Wenn der aktiviert ist. Dann haben wir Westen, Osten. Und dann hätten wir jetzt eigentlich wieder den hier. Aber da kommen wir nicht mehr ran. Da kommen wir nicht mehr ran. Das A vielleicht zum Aktivieren. Wäre das Activated? Kann das sein? Okay, wir machen Westen. Osten. Südwest. Den einen haben sie nach rechts gekippt. Müsste das Nordwesten oder Norden sein, ne? Mal gucken. Nee. I must have made a mistake. Gibt es auch sonst? Möglich. Ja, Ratzi, danke für die Hilfe. Aber der wurde nach rechts gekippt. This side up. Hey, they flipped it right. Die haben sie nach rechts gekippt. Das heißt doch rein theoretisch, also der hier kann ja tatsächlich nur die Möglichkeit sein, Nordwesten zu sein. Weil das hier ist ja Westen. Komm, ich probiere jetzt nochmal den anderen. Westen. Osten. Südwest. Norden und activated. Boah, da war auch so tatsächlich noch was angezeigt. Ne, ist nicht. I must have made a... Ich glaube, der zeigt auch nur Mechanismus an, ne? Okay. There's a schema. Aha, aha. Oder andersrum. Oder andersrum. Wäre also der. Dann der. Dann der. Dann der. Und dann wäre das tatsächlich ja nur noch der hier, ne? Ne, auch nicht. I must have made... Was habe ich denn für Fehler? Der, selbst wenn der nach Westen zeigt, passt der hier ja gar nicht mehr. Und das hier wäre ja Südwest. Also der hier gleich. Looks like it's pointing southwest. Wer hätte es gedacht? If this room was a box inside a screen and someone would be looking inside it, the arrow would look like it's pointing southeast. I'm quirky like that.
Ja. Ihr wisst schon, ne? Lesen und so. So, okay, Südost. Südost. Westen. Und probieren wir mal so rum. Osten. Südwesten. Und jetzt ist die Frage, wenn das Ding gekippt ist, könnte das der sein? Ist es nicht. Ne. Okay, dann nehmen wir doch den nach Norden. So, dann haben wir den. Dann sind wir dumm, weil das war falsch. Jetzt müssen wir von vorne anfangen. Schade, dass man das nicht einfach resetten kann. Genau. Ich weiß. Südosten. Westen. Osten. Südwesten. Und Norden. Ich erschrecke über irgendwelche Nordbenachrichtigungen. Du räumst auf. Alles gut. Das war falsch. Ach doch, jetzt. Er dreht durch. Danke, Alice. Open Sesame. Who needs you, Bear? Braucht da jemand noch einen Bären? Was ist da drin? I've left her there. I did. On that creaky old pier. It was more of a suggestion than a decision. I was walking slowly, just waiting for her to turn around, to yell at me to come back. Anything. She didn't. I've come to expect that from her. She's really headstrong. Difficult. Thomas, I can see traces of you in her eyes. The same look. That same twinkle when adventure calls. But most of the time, she just marches on to the beat of some other drummer. The one I can't hear so well anymore. I made a promise to you. Back then, when she was born. Promises and old age don't go well together. She's constantly getting me in tough spots, and it's getting impossible for me to keep up. It was easier with you. We thought we could really make a difference. You and I, remember? We thought we could clean up this dump together. But then, you changed. You grew up. It happened so fast. With Amber, I feel she can do it all on her own, and I'm just here for the ride. I'm not blaming you. I never did. Even when Margaret knocked on the office doors and I saw that stupid look in your eyes, I knew. I knew our time was coming to an end. I watched you both grow up, and I remember you two becoming best friends. I was there for your wedding, man. I remember you coming home with your son a year later. You were so proud, and I was happy for you. A couple of years later, Amber came along, and I could smell trouble all over her. She was bad news from the start. When she grabbed and hugged me for the first time, my eye popped, but she was laughing. It was funny to her. I guess it was funny to me, too. Oh boy, I thought, this will never work. But it kind of did. I admire her in a way. Everything is new and exciting to her, and she embraces life with both hands until its eyes pop out. As King said, she really is something else. You made me promise I would always keep her safe, and God knows, I tried even though she wasn't making it easy for me. I can tell you that much. This thing that's happening to her now, I feel she has to do this on her own. Besides, she said it herself. She doesn't need me anymore, and I need her as I need a bullet to my head. What I do need is a drink. I think I earned one after all. So, where are we on that drink, pal? As I already told you, I'm not running a goddamn charity here, Ted. Times is tough. Besides, my name is Jameson, as you know. But you just kept referring to me as Thomas this whole time. Who the hell is Thomas? Hey, did I ask for your life story? Just get me a damn drink. You know I'm good for it. I don't, actually. You have an extensive tab here, Ted. You have to start paying soon, man. I told you this already. You damn squid.
Who did you call first when you thought your wife was having an affair, hmm? Well, you. But you charged me for it. Yeah, well, you know, times is tough. At least I give you a friends and family discount. No, actually. You overcharged me for your field expenses, which were basically just you drinking here for free and having me drive you home every night. What's your point? My point is... And how can I put this lightly? You have to start paying for your goddamn booze, Bear. How's the missus? Oh, you know, she's doing okay. Wherever she is. Women, huh? Tell me about it. Just give the man a drink, Jay. It's on me. Hey, Headless. When did you get here? I was literally here this whole time. You were actually telling me your story, but you kind of switched to Jay here mid-sentence. We thought it was weird, so we had a discussion about it while you were talking. You see... We both think this whole Amber thing is troubling you more than you're willing to admit. How'd you figure? You care for the girl, Ted, more than anyone else. You just basically told us your whole life story, even though we resisted actively. I mean, I tuned out so many times. I did my taxes in the meantime. Jay did his taxes. Anyways, all I'm saying is you're usually not the talkative type, and here you are just rambling on for the past hour or so. Oh, I'm sorry. I didn't realize I was being a burden on you, too. Come on, don't be like this, Ted. You're really still relatively relevant, you know? Yeah, sure, buddy. You're all that. Whatever, you lowlifes. Some friends you are. Go after the girl, Ted. She needs your help more than ever now. We all do. This is the time for a man to show who he really is. All that effort, it means nothing if you leave her now, when she needs you the most. Never thought of you as a quitter, honestly. I did. He often quits on paying his tab. All right. You've made your point, goddammit. I'll get you the money by the end of the month. Sure. Now don't you go getting shot on me in the meantime. I could never do that to you, buddy. Go find her, Ted. She's probably alone and scared, and no matter what falling out you two had, I'll bet you my bottom dollar she wishes her partner is with her on this one. Yeah, I guess. What the hell am I doing anyways? Talking to a couple of village idiots instead of finishing the goddamn case. How could I leave her like that? I mean, rude. Right. I have to go and find her. She needs my help. Headless, you got this, right? Right? Sure. Put this on his tab, too. No time to talk. I have to go. Er ist so ein Hund, ey. Alter Schwede. Wie unhöflich er immer ist.